Ja, hallo. Mein Text heißt Betrogen. Es ist dunkel. Staub kitzelt mir in der Nase und ich habe Angst. Tierische Angst. Ich klammere mich an meine Habseligkeiten und höre die Schritte, die mich zur Flucht trieben, näher kommen. Unheilvolle Schritte. Suchend. Beseelt durch Hass. Hass auf mich. Ja, mein Herz klopft so laut, dass man es eigentlich bis nach Guantanamo hören musste. Was die dort mit mir anstellen würde, käme aber den Konsequenzen für meine Entdeckung hier nur im Entferntesten gleich an Schrecklichkeit. Ich übertreibe. Ganz ruhig. Alles wird gut. Nur nicht zu laut atmen und auf keinen Fall niesen. Wo ist sie? Drohend, geifernd, erbarmungslos füllen die Worte den Raum, kriechen zu mir, umschließen mich mit ihren kalten Fingern. Wer? Kommt es lässig zurück. Mein tapferer Beschützer. Nun werden wir wohl gemeinsam untergehen. Wer? Na, wer denn bitte? Die kleine Schlampe, mit der du mich betrügst. Du brauchst gar nicht so zu tun. Oder willst du mir erzählen, du chillst hier einfach so in Unterwäsche rum? Es stinkt hier förmlich nach Sex. Aber der werde ich zeigen. Ist sie hier drin, hä? Eine Schranktür wird aufgerissen, dann gleich wieder zugeschlagen. Das wäre auch zu klischee-mäßig gewesen. Du mieses Schwein, wo ist sie? Ich kneife die Augen zu, als die Schritte sich dem Bett nähern, in dessen Bettkasten ich mich befinde. Ich kauere mich zusammen und ärgere mich, dass ich es noch nicht einmal geschafft habe, meinen Slip anzuziehen. Baby, entspann dich, ertönt es beruhigend und die Schritte verstummen. Hier ist niemand. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst. Ich komme gerade vom Sport und war dabei, mich auszuziehen. Da steht noch meine Tasche, du kannst gerne nachsehen und daran riechen. Er lacht. Verdammt guter Bluff, das muss man ihm lassen. Und die Stimme, wie vertrauensselig sie klingt. Hey, nicht weinen. Was ist denn los mit dir? Wie kommst du eigentlich auf so einen Quatsch? In 2 Wochen ist unser 3,5-Jähriges. Warum sollte ich jetzt eine andere wollen, wenn ich doch schon die perfekte Überraschung für dich habe? Weil ich 1000-mal heißer bin, würde ich jetzt am liebsten schreien und aus dem Bettkasten springen. Aber ich glaube nicht, dass das klappen würde. Das wäre relativ uncool, da schnell rauszukommen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als die Redekunst an meiner Affäre zu bewundern. Er hat sie am Haken, denn sie schluchzt bereits ein, ach, ich weiß auch nicht, es ist so, du warst so komisch die letzten Tage und dann noch der ganze Stress mit der Arbeit. Nein, Schatz, mir tut es leid. Ich war doch nur so komisch, weil ich die Überraschung plane. Du weißt doch, wie schlecht ich Geheimnisse für mich behalten kann. Am liebsten würde ich jetzt gleich auflachen. Doch ich beiße mir auf die Lippen. Irgendwie läuft das anders als gedacht. Also nicht, dass ich jetzt scharf drauf bin, nackt in einem Bettkasten ertappt zu werden. Doch Zeuge meiner Verleumdung, die echt 1A ist zu werden, ist auch nicht wirklich prickelnd. Hey, Süße, ich liebe dich doch. Kopfkino an. Ich sehe genau vor mir, wie er sie nun an sich zieht. Meine auch leise Kussgeräusche zu vernehmen. Wie blöd ist diese Tuse eigentlich? Total verblendet. Wenn die wüsste, ich verziehe angeekelt mein Gesicht. Unser vermischter Schweiß und die ein oder andere Körperflüssigkeit haften noch an seinem Körper und die lässt sich von ihrem Macker rumkriegen? Boah. Hauptsache, die treiben es jetzt nicht direkt über mir. Wenn doch, hoffe ich ja stark für ihn, dass er noch genügend Manneskraft übrig hat. Sie murmelt irgendetwas Unverständliches. Hallo, Mädel, wenn du schon nicht checkst, dass dein Kerl gerade fremdgepoppt hat, dann glaubst du doch wenigstens, dass er gerade vom Sport kommt. Jetzt willst du doch nicht ernsthaft mit dem ins Bett gehen. Nicht über mir. Der müffelt doch wie sonst was. Anscheinend doch, denn die Matratze über mir wird durch einen Aufprall erschüttert. Ich winde mich im Bettkasten. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich spüre noch seine Hände, seinen Mund auf mir und bekomme fast das Kotzen, während ich mir unweigerlich vorstelle, was da über mir gerade passiert. Baby, du bist so heiß, komm her. Ja, das habe ich heute doch schon mal gehört. Ob ihn das wohl antörnt zu wissen, dass ich direkt unter ihm liege? Was ist das eigentlich für ein Penner? Hätte er sie nicht einfach zum Essen einladen können, damit ich hier wegkomme? Ich könnte mich ja auch zu Wort melden. Ich bin ihm nicht schuldig. Er hat Scheiße gebaut, die Tuse kennt mich nicht, niemand würde es erfahren. Ich könnte einfach gegen den Bettkasten schlagen und ah ja, gib's mir rufen. Super. Sie ist schon leise am Stöhnen. Ja, unser Vorspiel war eben auch ganz nett. Ob sich das bei mir auch so kehlig angehört hat? Die klingt ja wie so eine
erkältete Katze oder so. Okay, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Möchte ich jetzt wirklich hier liegen bleiben und passiver Teil eines Dreiers werden? Oder will ich nackt aus dem Bettkasten gezerrt werden? Ich bin feige und lausche. Zugegebenermaßen nicht ganz uninteressiert. Sehe mich um, ob irgendwo im Lattenrast Beulen zu entdecken sind. Gut, also direkt über mir sind sie schon mal nicht. Ich vernehme ein lustvolles Aufseufzen. Wahrscheinlich ist er gerade in sie eingedrungen. Schön, jetzt geht der Spaß doch richtig los. Ich versuche, meine Hände so leise wie möglich zu meinem Kopf zu schieben und drücke sie mir dann fest auf die Ohren. Das anfängliche Stöhnen geht jetzt in Keuchen über. Das ist geräuschlich besser zu ertragen, jedoch bewegt sich das Bett nun merklicher. Ich schließe die Augen und versuche mir keusche Gedanken zu machen. Eine Blumenwiese vielleicht, hä? Nee, da kann man sich auch nackt drin herumwälzen, wenn man nichts gegen allergischen Aufschlag und Insektenstich hat. Da doch lieber eine Eiswüste. Kalt, ganz kalt und ist es da und man hört auch nichts. Sie gibt jetzt so komische Jauchzer von sich, während er irgendwie grunzt. Gut, dass er das eben nicht gebracht hat. Das hätte mich mega abgeturnt. Aber heißt dieses Grunzen jetzt, er findet den Sex mit ihr besser? Warum geht der Junge dann fremd? Er stöhnt ein letztes Mal, dann ist es ruhig. Nackt liege ich im Bettkasten und fühle mich betrogen. Das war's. Danke.